Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Teil meines Vlogs. Im Wahlkampf habe ich super viele Haustürbesuche gemacht. In Riegelsberg bin ich einer jungen Frau begegnet, die mir geschildert hat, dass sie aufgrund der hohen Betreuungskosten sich dazu entschieden hat, ihre Kinder zu Hause zu betreuen und nicht arbeiten zu gehen. Diese junge Arzthelferin hat mir wirklich eindrücklich geschildert, dass ihr kompletter Lohn durch die Betreuungskosten aufgefressen würde. Ich bin froh, dass wir uns in meinem Ausschuss, im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im letzten Jahr auch intensiv genau damit beschäftigt haben, wie wir auf der einen Seite die Menschen entlasten können und auf der anderen Seite gute Qualität in Kitas garantieren können. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. So wirkt das gute Kita-Gesetz. Grundlage für das neue Gesetz ist der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU. Dort heißt es: Wir wollen die bestmögliche Betreuung für unsere Kinder und die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Dazu unterstützen wir Länder und Kommunen weiterhin beim Ausbau des Angebots und bei der Steigerung der Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Angebot an Kindertagespflege sowie zusätzlich bei der Entlastung von Eltern bei den Gebühren bis hin zur Gebührenfreiheit. Um diese Forderungen umzusetzen, hat der Bundestag das Gute-Kita-Gesetz beschlossen. Das Gesetz hat zum Ziel, die Eltern bei den Beiträgen zu entlasten, zum Beispiel durch die Befreiung von Gebühren für Familien mit geringem Einkommen, und die Qualität in den Kitas zu verbessern, zum Beispiel durch mehr qualifizierte Fachkräfte. Dafür stellt der Bund 5,5 Milliarden Euro bis 2022 zur Verfügung. Doch was bedeutet das für uns im Saarland? Für die Eltern im Saarland bringt es gemeinsam mit dem Saarlandpakt vor allem eine Beitragsentlastung. Heute kostet ein 8-Stunden-Betreuungsplatz rund 182 Euro im Monat. Bis zum Jahr 2022 wollen wir den Beitrag auf 91 Euro halbieren. Das bringt eine jährliche Ersparnis für die Eltern von 3.000 Euro im Jahr ab dem Jahr 2022. Ein Krippenplatz kostet heute rund 350 Euro monatlich. Bis zum Jahr 2022 wollen wir auch hier den Beitrag halbieren auf 175 Euro. Das bringt eine Ersparnis von 2.100 Euro im Jahr. Das Fazit des Gesetzes: weniger Gebühren, mehr Qualität und gleiche Chancen für alle Kinder. Ein Thema, das mich außerdem wirklich beschäftigt hat die Woche, ist das Thema Mindestausbildungsvergütung. Also wie viel verdienen Auszubildende mindestens die Untergrenze, die wir dafür festlegen wollen. Frau Karliczek, unsere Bildungsministerin, hat auch vorgeschlagen, dass 504 Euro im Monat ausreichend sein sollen. Der Meinung sind wir nicht. Wir sind nicht der Meinung, ich bin nicht der Meinung, die Jusos sind nicht der Meinung und auch der DGB sagt, es müssen mindestens 660 Euro im Monat sein. Und dafür sind wir diese Woche auch auf die Straße gegangen. Für mich geht jetzt eine coole, arbeitsreiche, spannende Wahlkreiswoche zu Ende. Am Sonntag geht es für mich zurück nach Berlin und das nächste Mal sehen wir uns von dort aus. Und ihr wisst ja Bescheid, immer fleißig teilen, liken und kommentieren. Eine coole...